Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fire Emblem Fates Conquest. Wir sind ja hier, ich habe gerade mal nachgeguckt, wie es bei ihr steht. Wie würden sich die Werte ändern? Glück, Resistenz. Ich bin gerade mal da, um zu gucken, wie sich unsere Werte ändern. Ja, Resistenz steigt um 2, das ist schon mal gut. Und wie sieht's so aus? Verteidigung steigt. Okay. Also unser Trupp hier ist halt... ich möchte abwarten, bis der hier einigermaßen vieles weggenommen hat. Aber ich habe auch das Gefühl, es wäre besser, wenn wir die rüber transportieren. Weil das sind ja die Magier. Dafür... der hat eine Resistenz von 10. Sie auch. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier sind? Nee. Er ist der Einzige, der mit seiner Anwesenheit die Resistenz steigert. Und wie steht's hier? Ah, der erhöht die Resistenz um 3. Der erhöht sogar auch die Resistenz. Ah, sie erhöht andere Werte. Ah, das ist natürlich doof. Wir brauchen gegen die auf jeden Fall eine höhere Verteidigung. Wobei, es kann bisher nur ein Ninja... Ja, er braucht eine Erholung. Er braucht die Erholung erstmal, die sie ihm mitgibt, oder? Haben wir... Ne, wir haben Heilmittel. Items. Tausch. So, gegen nichts. Wofür haben wir denn sonst die... Diese Heil-Items, wenn wir sie nicht verwenden? So, jetzt können die nämlich nächstes Mal dann darüber gehen, wenn wir... Ja, wir können noch singen. Wir bereiten uns mal darauf vor. So, wie sieht's denn aus, wenn der so hin kann? Ja. Das ist das Sinnvollste, wir gehen hier hin. Nehmen die Treppe und bewegen uns hier hin. Und einer wie kann zumindest mal... Ich kann mich mit ihm zusammenstellen, das schadet nicht. So, dann haben wir alle hier mal bewegt. Hier sind wir immer noch auf demselben Trip, wobei... Ich stelle mal die beiden zusammen. Die Stärke wird erhöht. Und wir warten mal. Auch sie wartet jetzt ab. Er versucht wieder diese Trefferpunkte zu halbieren. Das müsste jetzt etwas schwieriger geworden sein. Ja, nochmal daneben. Das ist gut. Das hat er nämlich nur noch einmal. Ah, perfekt. Wie ich erwartet hatte, wird hier der Schaden sehr reduziert. Schande. Das hatte ich ganz vergessen. Ah, das hatte ich ganz vergessen, aber zum Glück macht es uns nichts aus. Wie wir sehen, ist der Schaden, den wir davontragen, immer noch zu gering. Kann ich einen von beiden töten? Nee. Wenn er aber jetzt hier rüber geht... Mal sehen, Angriff... Treppe zurück... Okay, die Gegner können auf jeden Fall nichts machen. Und... Ich bin mal so frei und lösche den hier aus. Ah, ich hätte vielleicht die Waffe wechseln sollen. Also, sie senken auf jeden Fall nicht meinen Angriff weiter. Meine Verteidigung. Die ist jetzt um 3 geschwächt, aber... Ich glaube, das ist auch das Maximum, was die können. Was die Waffen machen. Da Verteidigung minus 3. Okay, meine Magiergesellen. Ach, da ist ja Mosu hier. Wechseln wir mal. Okay. So, ich hätte Mosu da lassen sollen. Wir warten hier. Hier drüben müssen wir halt nochmal warten, weil das ist... Das ist der Terror. Weil wenn der das macht und wir im Kampf sind... Oh
Okay, jetzt wird unsere auf die Treppe gestellt, wenn ich es richtig sehe. Ganz seltsam. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wir werden immer hin und her geschoben von denen. Das ist halt sehr lustig. So. Bronzelanze, ja, das dachte ich mir eigentlich schon. Dadurch, dass die nicht ineffektiv ist, können wir die einen nach dem anderen ausschalten. Ja, der eine versperrt halt jetzt die Treppe, aber was sollen wir machen? So. Und jetzt ist der Punkt, die hat diesen Debuff drauf, dass sie 15 nur hat. Sie hat aber die größten Resistenzen. Wie sieht's denn aus? Die kriegt 4 Schaden von denen. Moment, ja, machen wir mal Stahlaxt. Da wird es in 29 Schaden mit. Das ist mir zu wenig. Aber sie hat eine Resistenz von 15. Wechseln wir mal hier. Sieht nicht so aus. Trennen wir uns. Was ist, wenn die zusammenkommen? Nee. Okay, da passiert erstmal nichts. Und da können wir ja, wie wir schon gesagt haben, nicht wirklich viel machen. Und das hier ist mitunter das Lustigste mit Silas, also. So. Jetzt kann ich den ausschalten. Sehr, sehr geschickt. Okay, jetzt gucken wir mal, wie sieht's mit dir aus, wenn du 5 Schaden zu 72%. Prozent 5 Schaden, das machen wir. Weil zur Not haben wir noch Silas mit 11 Schaden zu 93%. Ja. Habe ich mir schon gedacht, dass das. Die Wahrscheinlichkeit, dass es fehlschlägt, ist gering. Aber wir haben hier halt noch den Kase. Das ist immer. So, singen wir mal ein Liedchen für dich. Dann kannst du dich schon mal vorbewegen. Weil wenn, dann müssen wir eh mit allen zuschlagen. So. Hat die immer noch 15? Ja, für den nächsten Kampf, wenn ich es richtig weiß. Wenn sie da angreift, kriegt sie gar keinen Schaden, weil sie so eine hohe Verteidigung hat. Dann warten wir hier. Stärke bringt mir nichts. Fähigkeit könnte mir was bringen. Was hat die für Fähigkeit? Halt Einheiten. Ach ne, hier Resistenz plus 2 und verleiht Resistenz plus 2. Na egal, machen wir das trotzdem. Nicht, dass der Gegner jetzt mehrfach angreift. So, zur Not stellen wir uns hier rüber. Okay, der Gegner hat sich der Gegner ist zum Angriff übergegangen. Das ist schon mal 2×13. Das ist doch auslöschen, ja. Bei 0 Schaden kriegen. 2×13. Ha, perfekt. So, dann gucken wir mal, was hier der Fall ist. Ja, gut.
Okay, 15 Schaden. Sie müsste jetzt ja eigentlich wieder hochgehen, oder? Gunne fällt sie auf 0, ist die Einheit besiegt. Grundwert 30, Fluchroute minus 15. Und wenn ich mit dem da rein. Mit der. Nee. So, das ist noch das Beste. Und jetzt können wir uns eigentlich auch mal trennen. Und was haben wir hier? Wenn der angreift, ist er tot. 2×12 ist zu viel. Und Schlösser knacken kann er sowieso nicht. Herzsucher. Was sagt er? Ich halt. Dann machen wir das doch. 90%. Ich bin Kase, Ninja aus dem Dienst der königlichen Familie von Ushido. Aber genug der Höflichkeiten. Auf in den Kampf! Also ich meine 24 Schaden und dafür, dass wir nur 2 erleiden. Und das sogar abgewehrt wird. Das mache ich lieber nicht. Beweg dich mal hierhin. So, die IP. Ich darf es nicht vergessen. Ich muss mit ihr singen, auch wenn es unnötig ist. Denn diese kleinen EP sind das einzige, womit ich sie richtig hochleveln kann. Ja. Zwei Schaden. Ja gut. Nehmen wir in Kauf. Diese Kraft, diese Entschlossenheit, ihr seid ein wahrhaft würdiger Gegner. Vielleicht hat sich die königliche Familie ernährt, was die geirrt, was die Nochen angeht. Oh, der Magier hat sich wieder zurückgezogen. Das ist sehr interessant. Okay, und sie hat wieder ihre 30. Ne, sie hat auch nur 15, aber. Ja, 2×29 mit 67%iger Chance ist heftig. So. Dann trennen wir das. Und ich möchte nämlich. Ich möchte die Punkte nämlich eher Mosu gönnen. Das ist ein Gegner, der sich nicht wehrt. So, da haben wir hier haben wir eine größere Armee irgendwie am Laufen. Okay. Wo kommt man da raus? Wenn wir hier lang gehen, kommen wir hier raus. Und das sind Nahkämpfer, wie es aussieht. Starke Nahkämpfer. Ja, da können wir vielleicht. Schon mal die Treppe nehmen. Oh, die haben. Die können ihre Eisenkatanas werfen. Nee, aber der hat einen Kodachi, das er werfen kann. Okay. Dann bleiben wir hier mal stehen. Und er. Die Truhe kriegen wir nicht auf, oder? Nee. Ja gut, auch wenn hier die Beziehung sich dann verbessert. Oh, 4 Schaden kriegen wir davon. Naja, aber das lohnt sich ja für uns. Silas, der eiserne Ritter. Oh.
Ich gehe lieber zurück. Weil wenn die ihren zweiten Krieger da schon aufstellen, dann will ich nicht unbedingt da sein. So. Dann warten wir hier, weil du musst jetzt mal heilen. Perfekt. So, Mosu bewegt sich auch mit Highspeed mal hierher. Und sie kann mal da rübergehen. Und warten. Im Prinzip könnte ich so mich schnell bewegen. Und wechseln. Okay, wer fehlt dann noch? Das sind dann die. So. Die Treppe geht entlang gehen. Wir machen 27 Schaden. Gut. Ja, wir stoßen in den Kampf, aber ich meine, die machen nur einen Schaden. Das haben wir ja jetzt schon herausgefunden. Ja. Sie hat nichts, was effektiv ist. 2x10. Na komm. Wir vertrauen darauf, dass sie 62% halten. Ja, tun sie auch. So. Muss Gewalt denn immer die Lösung sein? Ich hasse solche Tumbe-Barbarei. Wow. Sie macht halt mal keinen Schaden. Sturmwind. Okay, ist kein Schaden. Das ist schon schlecht. Müssen wir seine Verteidigung senken? Okay, in der nächsten Runde werden wir es dann wohl einfacher haben. Da dürfte nämlich seine Verteidigung gesenkt worden sein. Und die. Okay, die metzeln den nieder. Wenn die darüber gehen. Die hat auch eine Verteidigung von 18, von daher. Alles im grünen Bereich. Die machen da 3 Schaden drin. Sterben aber auch dran. Okay, was macht ihr? 27 Schaden erledigt. Erledigt. Also ich habe Gefühl, die Gegner tun es nicht. Ja, es kann wohl möglich sein. Jetzt fügst du endlich Schaden zu. Aber wir ziehen das ein bisschen in die Länge. Heilige Vergeltung? Moment. Wenn keine Waffe ausgerüstete benachbarte Gegner erleiden halben zugefügten Schaden. Okay. Haha, man kann es nicht halbieren. Ich bin zwar stark, aber so jugendlich. Wow. Ja gut, machen wir das noch, dann ist er ausgeschaltet. Ich zieh's wohl doch nicht in die Länge. Arcanum. Perfekt.
Das... Ihr seid stark. Auch wenn es mir widerstrebt. Ich muss mich zurückziehen. Perfekt. Mosu hat ein Level abbekommen. Ich hoffe Stärke. Ja, ja, perfekt. Und Gott vergeht nicht. Gut. Mach mal hier noch was. 27, ja. Wir schalten den hier jetzt noch schnell aus. Perfecto. Sage ich nur. Perfecto Mundo. Ja, 2×27, also. Dafür, dass er nur noch die Hälfte hat. Okay. Dafür hat er auch nicht getroffen. Gut, dann haben wir es ja einigermaßen erledigt. Wir können uns jetzt also wieder etwas anderem zuwenden. Nämlich der Tatsache, dass wir unsere Gegner... Ja, wir haben alle besiegt, wir müssen die Kisten ausräumen, das machen wir im nächsten Mal. Und dann werden wir ja sehen, wie es abläuft. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!